Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir in den Douglas Exclusive Tüdelü Beauty Highlights Adventskalender rein, also wo man die verschiedenen Marken auch drin findet. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. An dieser Stelle geht nochmal ganz viel Liebe raus an die wundervolle Nicole vom Kanal von Chiquita's Place, denn den gab es eine ganze Zeit online nicht zu kaufen und dann hat sie den aber im Geschäft gefunden und hat ihn mir zugeschickt. Ja, in der Zeit kam er dann aber online schon wieder online. Also das ist alles total verworren hier mit den Adventskalendern, aber sie hat mich da echt supportet. Also vielen, vielen Dank, meine Süße. Und ja, der hat 69,99 gekostet, soll einen Warenwert von offensichtlich 400 Euro beinhalten. Das werden wir nachrechnen. Und ich würde sagen, solltest du Teil der Crew werden wollen, abonnier doch super gerne meinen Kanal. Das würde mich mega freuen und ja, jetzt schauen wir einfach mal, was dieses Schätzelein zu bieten hat. Sie war ja schon sehr begeistert, hat sie mir gesagt. Und wir haben hier ein wunderschönes rotes Haus mit diesen goldenen Applikationen, was ich richtig schön finde. Und eigentlich sind diese Adventskalender auch immer echt toll. Die letzten beiden Jahre war das schon so, dass das ähnlich zueinander war, aber ich hoffe, dass wir dieses Jahr so ein bisschen was Neues finden werden und auch ein paar Knaller. Traditionellerweise bekommen wir hier von Douglas aber leider ein Kläppchen-Adventskalender. Naja, wir gucken mal, was er jetzt von innen zu bieten hat. Es stehen auf jeden Fall auch immer schöne Informationen im Kläppchen, was ich toll finde. Und das startet schon mal richtig, richtig gut mit Rituals. The Ritual of Sakura Recovery Hand Balm für trockene Haut. Und das ist eine Originalgröße mit 70 Millilitern. Ich weiß ganz genau, dass meine Schwiegermama in Spee dieses Ding lieben wird, wobei die eigentlich eher so bei der Ayurveda-Reihe unterwegs ist. Egal, die steht total auf Rituals Handcremes, das ist so witzig. Und ja, genau, finde ich klasse, ist ein guter Start. Handcreme gehört meiner Meinung nach auch immer irgendwie in einen Adventskalender mit rein. Okay, das ist süß. Wir haben einen winzig kleinen Beauty-Blender hier drin. Also das ist nicht die Originalgröße von einem Beauty-Blender. Das ist halt eher so ein Zwischending zwischen ich bin ein Augen-Beauty-Blender und ich bin ein Gesichts-Beauty-Blender. Der ist wirklich klein. Aber ich mag Beauty-Blender als Schwamm, um mein Make-up einzuarbeiten, eigentlich sehr, sehr gerne. Der ist aber wirklich klein. Also das ist ja unglaublich. Also Adventskalender-Inhalte schrumpfen aktuell und der hat sich gedacht, ich mach mal mit. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier haben wir eine Marke drin, die wir, glaube ich, so noch nicht häufig in Douglas Adventskalendern gefunden haben, aber generell, so zum Beispiel bei Look Fantastic und so, Adventskalender ist hier mal verlinkt, richtig geil dieses Jahr, sehen wir den öfters. Peter Thomas Roth ist hier am Start. Die Water Drench Hyaluronic Cloud Mask habe ich hier. Und das ist eine kleine Größe mit 14 Millilitern, die vor allem Feuchtigkeit spenden soll. Und ja, sich in der Adventszeit über den Wolken zu fühlen, ist auf jeden Fall mal eine charmante Geste. Hier haben wir die Nummer 4. Oh la la, das finde ich richtig toll. Da haben wir Sol de Janeiro, die Nummer 59, als Perfume Mist mit drin. Das ist eine kleine Größe mit 30 Millilitern, aber das hält euch ja Ewigkeiten, ne? Riecht irre gut, blumig und leicht süßlich. Das ist voll mein Duft. Also ein ganz, ganz, ganz angenehmer Duft. Die Sol de Janeiro Düfte halten jetzt nicht Ewigkeiten, die muss man immer wieder nachtragen, aber dafür sind die auch nicht so sacksack teuer. Aha, zum 5. Dezember hat sich ein Neonail hier rein schlawinert und da habe ich das Cuticle Oil, also das Nagelhautöl und da sind drin 6,5 Milliliter und auch Neonail ist, glaube ich, eine relativ frisch bei Douglas eingezogene Marke, weswegen ich das ziemlich cool finde. Nagelöl verwende ich auch sehr, sehr gerne. Ich muss es öfters mal an meinen Händen verwenden. Die vernachlässige ich in letzter Zeit sehr viel, weil ich auch sehr viel mit meinen Händen mache und dann will ich nicht, dass da Öl dran ist und so, ist eigentlich dumm. Aber an meinen Füßen mache ich das jeden Abend drauf und das gefällt mir. Finde ich gut. Zu Nikolaus erwarten wir natürlich etwas Großes und das bekommen wir auch. Wow, allein das Ding ist, glaube ich, 40 Euro wert von Barbour. Collagen Booster, das ist ein Plumping Smoothing Elasticity gebendes Produkt, eben durch das Kollagen, was da drin ist. Das ist ja wohl mal der Wahnsinn. Finde ich richtig cool, dass die hier auch 7 Ampullen an 2 Milliliter drin haben und nicht diese, was die öfters sonst auch mal gemacht haben. 3 Ampullen halt nur, ne, und dann halt 3 unterschiedliche. Das ist richtig, richtig geil. Ganz getreu dem Motto, nicht kleckern, sondern klotzen, geht es hier auch weiter. Ich habe hier den 7. Dezember und da habe ich von Mesauda die Gloss Matrix Lip Gloss Geschichte mit 5 Millilitern drin in der Farbe 101 Glazed. Ihr bekommt Mesauda auch bei Purish, wo ihr auf alles von meiner Collection Zeit mit Claudis Welt 10% sparen könnt und auch auf die ganzen reduzierten Sachen.
Und bald kommt der Purish Adventskalender, Leute. Es dauert nicht mehr lange. Naja, ein klarer Lipgloss ist auf jeden Fall etwas, was man immer sehr, sehr gut gebrauchen kann. Und ja, schön. Also super Produkt im Adventskalender, weil es halt super universell ist, ne? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und das macht es dieses Mal mit dem Deep Sleep Pillow Spray. Finde ich großartig. Haben wir dieses Jahr sehr häufig wieder mit dabei, was ich sehr positiv finde. 10 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und das ist einfach ein Spray, was man sich aufs Kopfkissen gehen soll. Ich mache es auf meine Decke dann einfach, ne? Und das soll halt helfen durch diesen Lavendelduft, dass man besser einschlafen kann. Ich persönlich habe es einfach auch so, dass es bei mir ein bisschen so die Mücken, Motten und Spinnen fernhält, ne? Die mögen nämlich auch Lavendelduft nicht ganz so gerne. Also Leute, reibt euch mit Lavendel an, ich sag's euch. Und genau, ich mag das. Huch. Cool, in der Nummer 9 dürfen wir uns über eine Augencreme freuen von Dr. Hauschka, die Daily Hydrating Eye Cream, die uns entsprechend die Augenpartie befeuchten soll. Genau, leichte Feuchtigkeitspflege beugt Fältchenbildung vor, steht hier auf Deutsch drauf. Genau, finde ich schön, dass wir hier eine Augencreme drin finden dürfen, um uns da einfach auch auf dieser, an dieser Partie ein bisschen Pflege zu gönnen. In der Nummer 10 darf es mit MAC weitergehen. Da haben wir aber nicht wie klassischerweise einen Lippenstift oder die Mascara drin, sondern einen Lip Liner, was ich auch schön finde, in der Farbe Whirl. Originalgröße habe ich, glaube ich, sogar als Lippenstift, sodass man das in Kombination richtig toll verwenden kann. Und die Lip Liner von MAC sind super teuer, aber auch recht gut. Und ja, das ist halt keiner zum Hochdringen, also kein Retractable, sondern einer zum Anspitzen. Ne? So schaut es einmal aus. Und das ist ein wunderschöner Ton. Also sehr schön bräunlich, nudig, mag ich. Zum 11. Dezember haben wir die erste Schnapszahl und wir bekommen Magie. Und zwar ein Magic Toner von 123 Make-up Off and Skin Up. Okay, ja genau. Also das ist quasi, wenn dein Make-up runter ist, kannst du deine Skincare machen. Hier sind 25 Milliliter drin. Ist eine 1A Reisegröße, ne? Ich habe eben zwar gesagt, Mensch, wir haben hier keine kleinen Sachen drin. Dann kommt diese Schätzelein um die Ecke. Nun, immerhin, aber es ist ein Toner. Und ich finde es so cool, weil selten haben wir einen Toner im Adventskalender, ne? Die Halbzeit, die Nummer 12, enthält etwas von Real Techniques, aber im Dreierpack Mini Miracle Powder Puff Trio. Auch das scheint ein geschrumpftes Produkt zu sein, muss ich wirklich sagen. Es ist ja witzig, Leute. Aber das finde ich gar nicht so verkehrt, weil ich persönlich verwende diese Powder Puffs vor allem unter meinen Augen. Und das finde ich dieses Jahr richtig geil, dass wir in sehr vielen Adventskalendern diese Powder Puffs finden, ne? Finde ich schön. Hui, das ist aber in der 13 auch wieder ein sehr hochpreisiges Produkt. Grown Alchemist, die sind auch in mehreren Adventskalendern dieses Jahr vertreten, ne? Polishing, Facial, Exfoliant, ich bin immer noch nicht schlauer wie letztes Mal. 20 Milliliter sind hier drin. Da ist wohl irgendwas mit Salicylsäure mit dabei, aber ich weiß nicht, ob auch noch zusätzlich irgendwelche mechanischen Peelingpartikel drin sind. Also da muss ich mich noch schlau machen, das habe ich bislang noch nicht gemacht. Genau, und so schaut die Tube aus. Ich finde Gesichtspeelings auch super wichtig. Auch, dass du hier am 13. Dezember halt so ein Gesichtspeeling mit BHA, also mit Salicylsäure drin hast, weil dann kannst du halt auch ein bisschen ausprobieren, ob deine Haut das verträgt, ne? Wenn du das jetzt direkt einen Tag vor Heiligabend hast, was manche Firmen echt viel machen, dann ist es ein bisschen viel, ne? Da muss man ein bisschen vorher sich rantasten und so. Aber ich finde es cool, schön. Ja, natürlich habe ich über das Thema Peeling auch schon ein Video gemacht, ne? Dazu ist im i natürlich ein Video verlinkt. Als nächstes habe ich hier die Nummer 14 und da habe ich von Abercrombie & Fitch. Das ist wirklich so eine Marke, die sind immer in dem Douglas Adventskalender dabei. Aber hier habe ich das Fierce Cologne mit 10 Millilitern drin. Das scheint irgendwie auch was anderes zu sein, kenne ich persönlich noch nicht. Muss ich auf jeden Fall mal gucken, ob ich das mag. Also ich bin ja mittlerweile auch ein bisschen mehr im Parfüm-Game. Oh, das riecht aber männlich. Also das ist eher was für meinen Freund. Oder für meinen Papa. Das riecht mir zu herb. Am 15. Dezember haben wir etwas drin, was in keinem Beauty-Adventskalender meiner Meinung nach fehlen darf. Und zwar eine Mascara. Das ist von Bobbi Brown die Smoky Eye Mascara. Da sind 3 Milliliter drin. Dürfte halt eine kleine Größe sein, aber was soll's, ne? Ich blende euch das Bürstchen mal ein. Ich kann jetzt hier drauf nichts erkennen. Hätte jetzt aber getippt anhand der Beschreibung Smoky Eye Mascara, dass es eine volumengebende Wawawoom-Bürste auch irgendwie ist, die halt so eine Faserbürste ist. Oh, am 16. Dezember haben wir ein Produkt von Madara hier drin enthalten. Die Retinol-Alternative Plant Powered Serum. Aha, 15 Milliliter. Also das scheint dann eine Retinol-Alternative zu sein. Also Retinol ist ja der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin. Das muss ich mir auch nochmal durchlesen. Hier steht drauf, dass man das jeden Morgen und jeden Abend drauf machen soll. Ich muss mal gucken, womit das dann entsprechend wirken möchte, weil das kann ich hier ad hoc noch nicht drauf erkennen. Kann mir vorstellen, dass es vielleicht mit Bakuchiol ist. Das ist ja die pflanzliche Alternative zu Retinol. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier Lia Cosmetics, sagt mir nichts, Powder Liquid
Liquid Lipstick Color Blush. Oh, okay, das scheint auch eine Originalgröße zu sein und das ist auch irgendwie noch relativ neu. Also habe ich noch nie was von gehört von der Marke. Ich kann ja mal vorsichtig gucken. Ich mag eigentlich keine Liquid Lipsticks. Oh, das ist ein schöner Nude-Ton, der auch richtig toll zu dem Whirl passen könnte, ne? Also hier sehen wir auf jeden Fall die Farbe schon mal oben am Stäbchen. Ich mag nicht so gerne Liquid Lipsticks. Jetzt gerade trage ich einen, jetzt für die Adventskalender-Unboxings, einfach weil das Ganze bei mir so, es muss jetzt gerade auch einfach sehr, sehr haltbar sein, ne? Wenn ich viel rede, viel mache, zwischendurch trinke, esse und so weiter, dann möchte ich nicht ständig meinen Lippenstift nachtragen müssen. Aber ansonsten im Alltag trage ich nicht so gerne Liquid Lipstick. Deswegen ist es jetzt nicht so unbedingt das Produkt für mich, aber richtig schön, dass es mit dem Whirl zusammenpasst, oder? Ja, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Wir haben zwar unsere Skincare-Routine schon ziemlich voll, aber am 18. Dezember kommt auch noch eine Marke um die Ecke, die wir öfters in Adventskalendern von Douglas drin haben. Anayake oder Eneyeki Ultra Time Mask Baume de Nuit. Das ist eine ein Night Balm Mask. Also das ist quasi wie so eine Art Nachtmaske zu sehen. 15 Milliliter. Ich persönlich würde es einfach als Nachtcreme verwenden und ja, morgens dann natürlich entsprechend abwaschen. Sehr teure Marke eigentlich. Auch am 19. Dezember überrascht uns dieses Produkt hier drin nicht. Das ist eine Parfümminiatur von Ariana Grande. Die hat immer diese Miniaturen hier drin. Cloud Pink. Mhm. Könnte man vielleicht schon anhand des Flakons erkennen, wa? Die Flakons sammle ich immer und gebe die dann in Verlosung weiter, weil ich die selber nicht verwende. Aber ich rieche jetzt trotzdem einfach mal vorsichtig dran. Der hat was leicht... Also jetzt nicht zitrisch wie eine Zitrusfrucht, sondern ein bisschen wie eine Grapefruit oder so. Vielleicht auch ein Müh, was Holziges. Aber auch sehr blumig. Also ich persönlich mag den Duft. Das könnte auch wirklich was für mich sein, aber ich sammle halt diese Flakons nicht, ne? Am 20. Dezember haben wir einen Klassiker. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Und zwar ist das so ein wunderschöner kirschroter Nagellack. Das ist jetzt hier von Gitti einer in der Farbe 18. 5. Plant-Based Vegan Nail Color, genau, die haben wir auch schon in Boxen immer mal wieder drin gehabt und die sind eigentlich echt gut. Zum 21. Dezember habe ich ein Produkt von Florence bei Mills, das Dreamy Dew Facial Moisturizer. So, Mann, manchmal habe ich da einen Knoten drin, ne? 30 Milliliter sind hier drin enthalten, was ich vollkommen in Ordnung als Größe empfinde. Und das könnte ein Produkt sein, was eine leichte Tagespflege ist, worüber man dann auch entsprechend noch seinen Lichtschutzfaktor gut auftragen kann. Schön. Auch die Nummer 22 überrascht uns alle nicht, ne? Starskin VIP, die sind echt jedes Mal mit am Start. Dieses Mal haben wir the Gold Mask Eye mit am Start, die übrigens sehr, sehr gut ist, ne? Also die halten richtig toll und die pflegen richtig toll. Da freue ich mich auch wirklich jedes Mal, wenn ich die mit in Adventskalendern oder Boxen drin habe. Nachgekauft habe ich mir die noch nie, aber ich finde sie schön, ich mag die. Ein Tag vor Heiligabend springt mir hier ein Stift entgegen und zwar von Zoeva Velvet Love Eyeliner Pencil in Metallic Hazel. Das ist auch mal eine schöne Farbe. Das ist ein, nicht ganz matter, sondern dann metallisch dunkelbraun, also haselnussbraun richtig, ne? Und Zoeva ist ja eine Marke, die ziehen sich ja immer irgendwie mehr zurück. Man hört nicht mehr so viel von denen, die waren damals so sehr im Hype. Nach und nach gibt es die irgendwie nicht mehr so intensiv, aber in den Adventskalendern von Douglas tauchen sie halt immer wieder mit auf, was ich positiv finde, genau. Erfahrungsgemäß haben wir am 24. Dezember auch immer so eine kleine Parfümminiatur drin. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, hier haben wir das MCM Crush drin mit 7 Millilitern, das schaut einmal so aus. Hatten wir letztes Jahr, glaube ich, in einer etwas anderen Variante ebenfalls im Adventskalender drin enthalten. Muss ich vorsichtig öffnen, wenn ich mich erinnere. Kriege ich nicht auf, Leute. Auch hier würde ich auf, von der Verpackung her, ne, auf so einen etwas blumigeren, süßlicheren Duft tippen. Die Komponenten blende ich ja mit ein. Aber genau, auch für mich eher nichts, weil eine Miniatur. Aber Douglas knüpft da natürlich auch so ein bisschen an diese klassischen Parfüm-Adventskalender an, die ja auch andere Parfümerien anbieten. Sodass wir hier ja drei Parfums plus nochmal das Sol de Janeiro auch Parfüm, aber nicht ganz so Eau de Parfum haben. Und wenn ich mir auch den Inhalt von dem Adventskalender hier auf den Tisch angucke, ist der wieder sehr gelungen. Also wir haben hier nichts mit dabei, wo irgendwer sagen würde, oh mein Gott, das kann ich gar nicht gebrauchen, glaube ich. Also ich glaube, das sind wirklich brauchbare Sachen und das ist halt auch immer der Sinn und Zweck von einem Adventskalender, den man sich dann auch selber bestellt, ne? Das, oder den man sich wünscht, dass man so viel wie möglich daraus halt auch selber verwenden kann. Und das ist hier schon gegeben. Du hast hier eine Skincare-Routine mit dabei, so ein bisschen was von dekorativer Kosmetik, auch Parfüm, ne? Sofern du Miniaturen magst, hast du hier auf jeden Fall zwei Miniaturen, eine kleine Größe zum Sprühen und dann halt noch das Sol de Janeiro mit dabei. Wie
Wie findest du den Douglas Adventskalender dieses Jahr, also den hier? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und ja, dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.